dass diese Art und Weise der Daten nicht unserer Kultur entsprechen. Daraus ableitend kann man ja nur sagen, neue Gäste, neue Sitten. Also dürfte die Überraschung ja nicht so groß sein. Wenn wir also Facharbeitskräfte einladen, die sich vornehmlich in Messerschleiferei und Machetenwerfen auskennen, darf man sich nicht wundern, wenn die Macheten irgendwo in den Köpfen der Menschen landen. Ja, das ist eben so, wenn man die Grenzen offen lässt und wie gesagt aus 1001 Nacht alle zu uns hereinholt und sagt, jawohl, nehmt eure Messer mit, da braucht man sich nicht wundern, wenn sie ihre Messer einsetzen. Ja, das ist eben so. Es hat auch nichts mit Rassismus zu tun, das ist eine Feststellung. Es gibt auf der Welt unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Kontinente, unterschiedliche Entwicklungsstufen der Zivilisation. Es gibt patriarchale Systeme, es gibt andere Systeme, es gibt demokratisch-säkulare, aufgeklärte Länder wie wir. Und wir werden nun mit dem puren Mittelalter konfrontiert. Und im Mittelalter war es nun mal Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja der Kollateralschaden einer Politik der endlosen Toleranz und des Multikulturalismus. Man sagt, wir sollen so tolerant sein und alle mit hereinnehmen. Man sagt aber dazu nicht, dass wir damit auch die Sitten und milieubedingten Unmutsbekundungen aus dem Mittelalter uns mit herein importieren, wie einen rostigen Nagel man sich in den Fuß einzieht. Und genau das ist es. Und was wir jetzt in Wien sehen, dort werden mit Macheten einem die Arme und Beine abgehackt, dort gibt es eine Messerstecherei gegen einen Syrer. Ja, das ist des Teufels Werk und Michael Ludwigs Beitrag. Die Sozialisten haben nicht gekleckert, die haben geklotzt mit den offenen Grenzen. Und nun haben wir heute ein Pulverfass in Wien, wo manche Stadtvierteln Glasche. Zum guten Ton. Moser frohlockte und das Fiakerlied gesungen wurde, werden heute Messer geworfen. Man muss sich halt nur dran gewöhnen. Ja, ich glaube nicht, dass sich da jemand dran gewöhnen möchte, aber natürlich sehr gut analysiert, was der Grund dafür ist. Wir haben eben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Aber was. Das ist jetzt der Anfang von einer Entwicklung. Ist die eigentlich noch zu stoppen oder sehen Sie da jetzt Zustände auf uns zukommen wie in Deutschland, wo sich die Polizei in manche Viertel, die von arabischen Clans beherrscht wird, gar nicht mehr reintrauen? Naja, das ist ja die logische Konsequenz auf Ihre Antwort. Man darf sich nicht daran gewöhnen. Darf ich Ihnen den gutmeinenden Wochenendvorschlag geben? Gewöhnen Sie sich dran, dann tut es nicht so weh, wenn Sie in Wien leben. Ganz einfach. Je schneller Sie sich daran gewöhnen, dass Sie in Kabul leben, umso weniger vermissen Sie das gute alte Wien, den Paul Hörbiger und den Hans Moser. Das will ja keiner mehr, das Fiaker-Wien. Man will heute das Kabul-Wien haben. Und um Scholatur zum tausendsten Mal zu bemühen. Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht. Kalkutta wird selbst zu Kalkutta. Wer halb Tschetschenien aufnimmt, wird am Ende selbst zu Tschetschenien. Es ist eine logische Schlussfolgerung. Und nein, es ist nicht zu stoppen. Es tut mir unheimlich leid, das zu sagen. Es ist nicht zu stoppen, weil wir Politiker haben, sowohl in Wien als auch in der Bundesregierung, die ja alles dran setzen, dass diese Entwicklung eine Fortsetzung findet. Und natürlich, welche Überraschung, wir haben Parallelstrukturen. Welche Überraschung, wir haben Clanstrukturen mittlerweile in Österreich. Welche Überraschung. Wir haben einen Untergrund mittlerweile, der eine kriminelle Energie von sich ableitet. Und wir haben mittlerweile Menschen in unserem Land, denen jegliche Empathie fehlt. Ja, die greifen eben zur großen Machete und lösen so ihre Probleme. Es ist leider so. Man wollte ja nicht darauf hören. Man hat ja gemeint, alle Wünsche und politischen Vorstellungen nach einer geordneten Zuwanderung, nach einer Integration, nach einer verträglichen Zuwanderung. Das hat man ja die letzten Jahre und Jahrzehnte als Rechtsradikalismus, Rassismus abgetan. So, jetzt haben wir den Scherm auf, würde ich sagen. Und zwar vollgefüllt mit Scheiße. Mhm. Ist das jetzt, oder wie ist das jetzt? Werden die sich gegenseitig nur attackieren oder wird das dann irgendwann auch die restliche Bevölkerung betreffen? Erwarten Sie, in Deutschland sehen Sie ja, wo unschuldige Mädchen, Jugendliche, 14-Jährige auf dem Weg zur Schule sind und Opfer einer Einzelfalltat werden. Wir sehen es in Deutschland auf dem Weg nach Ulm, wo in einem Zug ein junges, verliebtes Ehepaar mit Machete abgeschlachtet worden ist. Wir haben diese Einzelfallkultur in Deutschland seit 2015 und nun entfaltet sie sich auch in Österreich. Wir sind nicht die Insel der Seligen, wir leben alle unter dem gleichen Himmel. Wir atmen alle dieselbe Luft und diese Wanderungsbewegungen finden statt und diese gesellschaftlichen
Entwicklungen schwappen auch zu uns herüber. Und das ist eben das Hauptproblem. Das heißt, das ist natürlich eine neue Gefährdungslage für alle Österreicherinnen und Österreicher. Und man braucht nicht glauben, dass sich die Abkömmlinge aus irgendwelcher Herren Länder das untereinander ausmachen. Das wird auch auf Otto Normalverbraucher, also auf Kirschenkern Kali und Schmauswerber Lerne überschnappen, die dann irgendwann einmal eine blitzende Machete vor sich haben. Es ist leider so. Bedanken kann man sich, wie gesagt, bei der Politik, die gesagt hat, wir müssen so tolerant sein. Ich war immer der Meinung, wir dürfen gegenüber Gewalt eben nicht tolerant sein. Man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Mhm. Kurze letzte Frage, ganz kurze Antwort nur. Was sagen Sie zum Argument, die Einwanderer haben oft gar keine andere Möglichkeit, als im Drogenmilieu tätig zu sein, weil sie ja keinen Jobs finden, weil sie niemand einstellen möchte? Naja, das entspricht dem normalen Bild unserer heutigen Woken-Gesellschaft. Man findet vieles Verständnis für die Täter und kaum ein Verständnis für die Opfer. Ich würde mir wünschen, wenn wir in Zukunft die Opfer schützen und uns nicht in die Seelen der Täter allzu sehr hineinbewegen. Aber das ist die klassische Täterumkehr, die in Österreich vom Establishment getätigt wird.